Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Bed Wars auf dem Gommel-Hadi-Punkt-Nitz-Server. Und ihr mögt ja immer so gerne Bed Wars bei mir, auch wenn ich das nicht verstehen kann, weil ich halt schon so ein kleiner Lauch bin. Aber dennoch probiere ich es einfach mal, hier irgendwas zu reißen. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Beste in diesem Spielmodus, aber manchmal gewinne ich auch schon mal. Okay, der Typ kommt direkt an. Ich mache mir mal schnell erstmal so einen Stab, weil der Stab ist schon ziemlich praktisch, dieser Knüppel, ne? So, und mache mir direkt ein kleines Schwert. So. Oh, ich bin so ein Honk. Ich mache es ganz easy. Ich mache mir noch ein Schwert und mache mir gleich eine Safe-Kiste. Ich mache heute mal so ein richtiges Safe-Gameplay, dass ich auf jeden Fall nicht verlieren werde durch irgendeinen dummen Fehler oder so. Sondern wenn, dann sterbe ich richtig edel in so einem richtig strategisch krassen Kampf. So, dann hier einmal das rein und das hier rein. Das rein. Und Schwarz ist schon tot. Also so will ich auf jeden Fall nicht sterben. Habe ich mir jetzt vorgenommen. So. Und okay, eventuell kann ich mich dann auch einfach woanders hinbauen. Oder ich mache den Abstauber des Jahrtausends. Das wäre natürlich auch nochmal eine richtig geile Aktion von mir. So. Dann gucke ich mal eben. Hier müsste, genau, noch was Eisen sein. Hier oben ist, glaube ich, das Bett. Das werde ich gleich mit Kisten zumachen. Aber erstmal kaufe ich mir so ein paar Kisten. Und stopfe da hier das Goldschwert rein. So. Wo ist das Bett? Das müsste ich... Ist das hier drin? Ah, es ist hier drin. Dann baue ich das mal eben so zu, dass hier auf jeden Fall kein Typ ohne Spitzhacke reinkommt. Baue das hier so zu. Mache das. Und dann kommt da noch anderes Zeug hin. Eben runter. Hier dürfte ja auch gerade keiner vorbeikommen. Ich bin ja eigentlich so ein frisches, friedlicher Mensch. Ich möchte einfach hier nur in Ruhe leben. Die Leute sollen einfach von mir fernbleiben. So. Dann hier hoch. Alter, das ist ja richtig unsafe hier so. Richtig krass. So, hier kommt man dann nicht so easy durch. Dann mache ich hier noch eine hin und hier noch eine. Und dann nachher noch vor die Türen eine. Und dann bin ich, glaube ich, schon richtig gut geschützt. Also safe soll es auf jeden Fall hier sein. Okay, einer portet sich zurück. Ich wollte schon sagen, Panik. Aber es ist alles in Butter. Und jetzt habe ich schon richtig Hunger auf ein Stück Butter, ne? Einfach so Rohbutter essen. So, mache ich mal so, 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 dass sie eine Überraschung erleben. Und hier mache ich einen Penis hin. So, ist das auf jeden Fall erledigt. Und dann geht es hier wieder runter. So, dann mache ich mir eine bessere Brustplatte, weil ich dafür gerade eben genug Eisen bekommen habe. So, ich sollte vielleicht mal darauf achten, ob nicht irgendwo... Ich werde beschossen. Hey Leute, hört auf zu schießen, ey. Sollen wir nicht so Frieden? Gibt es hier nicht irgendwie einen Nicht-Angriffspakt, den man schließen kann? So, wer hat denn auf mich geschossen, ist die Frage. Liebt Pink noch? Pink lebt. Lebt Orangeloch noch? Nein, okay. Oh, jetzt kommt der Bogen. Okay, oh mein, er kommt zu mir, okay. Leute, jetzt wird's strategisch. Jetzt wird's echt strategisch. Hi. Ha! LOL! Er hat einen Bogen gehabt. Oh shit, jetzt kommt's. Er stirbt und jetzt kicke ich ihn wieder runter. Der kriegt den Knockback des Todes. Jetzt gehe ich hier schnell hoch. Bitte habt nichts davor gebaut. Er hat einfach nichts davor gebaut. Oh mein Gott. Was willst du tun, hä? Was willst du tun? Willst du jetzt zu mir laufen? Oh, er läuft in die Mitte. Richtig gut. Er fällt runter. Viel Spaß da unten. So, hier ist auf jeden Fall noch was Gold. Das nehme ich gerne mit. Und mache mich schnell wieder auf den Weg zurück in meine kleine Base. Da kommt nämlich schon einer. Ich möchte möglichst schnell einen Bogen haben. Als ob ich die Runde jetzt auch noch gewinne. Aber ich sollte sowas nicht sagen. Weil es kommt immer anders, als man denkt. So, hi da oben. Komm, hab Angst vor mir. Alter, ich hab getroffen. Bin ich ein Bob? Bin ich der Boss? Nicht zu verwechseln. Bob und Boss. So, ich mach mir auf jeden Fall
Okay, der Typ hat anscheinend Schiss von mir bekommen. Ein Homeporter. Und leg das wieder hier rein. Dann habe ich auf jeden Fall, was das angeht, ein Backup. Und gehe in die Mitte und werde dort erstmal ein bisschen campen. Also nicht ein bisschen, sondern schon richtig hart. Wie damals in Call of Duty habe ich auch immer gecampt. Weil die Leute, die campen, haben einfach den meisten Skill. Oh, oh, Bogenbaron, Leute. Ich bin so ein Bogenbaron. Es ist unglaublich. Schauen wir mal hier. Okay. Wenn eine Seite ausgeschaltet wird, kann ich auf jeden Fall... Okay, ich kann mir auf jeden Fall eine Enderperle gönnen. Ich kann mir natürlich auch einen besseren Bogen... Also, grün ist da. Und Türkis lebt auch noch. Aber ich weiß nicht, wo... Nope. Nope. Komm schon. Nein. Böse. Ah, okay, jetzt musst du irgendwie ja darum kommen. Der Typ steht da hinten. Die haben auf jeden Fall, glaube ich, keinen Bogen. Den kicke ich erstmal runter. So. Schön. Schön viel Gold. Ja, so ist gut. LOL! Oh mein Gott, das ist einfach der Bogenbaron, Leute. Spaß. So, der ist ausgeschaltet. Dann mache ich mir jetzt auf jeden Fall... Ich mache mir eine Rettungsplattform. Kein TNT. Hey, als ob TNT, wie viel das kostet. Lass den Bogen da drin. Hol mir den 13er Bogen. Und es genügt nicht für ein Goldschwert. Leg mir aber das auf jeden Fall da rein. Und tu das zurücklegen. Und ich möchte gerne etwas gebratenes Essen auf meine Hotbar ziehen. So. Der Typ scheint da noch ein bisschen zu fighten. Ich weiß es nicht, wie grün jetzt sich entschieden hat, weiterzumachen. In die Mitte gegangen ist grün auf jeden Fall nicht. Sonst würde hier nicht so viel liegen. Der Bogen ist auf jeden Fall jetzt richtig stark. Ich überlege, ob ich jetzt ein bisschen warte, bis ich ein bisschen... Komm, der rüstet sich wieder aus. Dann müssen wir den noch direkt killen. Okay, der zieht sich ein bisschen zurück. Den haben wir auf jeden Fall verjagt. Wie sieht's mit grün aus? Wo ist grün? Ich weiß es nicht. Ich sehe grün nicht. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, ich gehe erstmal wieder zurück und mache mir mein Schwert, dass ich Türkis ausschalten kann. Eventuell spare ich auch auf eine Enderperle. Da müsste ich aber auf zwei Enderperlen sparen, da ich auch mich zurückporten müsste. So, eine Enderperle kann ich mir auf jeden Fall gönnen. So, dann nehme ich mal eine, leg das zurück, mach die Enderperle dahin. Falls ich zum Beispiel von der Plattform runtergeschossen werde oder so. Ich meine, ich könnte jetzt auch dann zu... Nee, ich kann mir 13 Gold holen. Hey, Moment mal, ich kann zur Türkis rüber. Das kann ich ja auch machen. So. Hallo, Türkis. Okay, Türkis. Ah, die haben bestimmt nicht so gute Rüstung. Ich will nichts sagen, aber ich bin Low Ground. Okay, grün scheint nicht wirklich da was gegen... Alter, wie schnell ist der equipped gewesen? Was? Hä? Ach so, das ist grün. LOL. Er hat das Spiel verlassen, mein Gegner. Hä, das war jetzt grün, ne? Grün ist da hinten. Gut, der hat sich einen Weg gemacht. Team Türkis hat direkt aufgegeben. Finde ich gar nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, wie schnell war der wieder equipped. Richtig krass. Gut, gehen wir schnell hier hoch. Mal gucken, wie schnell unser Gegner das irgendwie wieder umreißen kann. Dass er sich irgendwie schnell Zeugs holt. Alter, krass. So. Dann schnell hier rüber. Der Typ baut sich eine Base, okay. Oh, ich habe eine Trap ausgelöst. Oh, dass die mal einer einsetzt. Sehe ich selten. Okay. So, hat der einen Bogen? Nee, der hat ein Schwert. So, mein Bogen müsste richtig viel ziehen. Wie so eine Zwiebel. So. Oh, es ist einfach, es ist die Hitbox, ja.
Die Hitbox in Minecraft ist teilweise so OP, es ist echt unglaublich. So, weißt du, erste Runde. Was macht der Boy? Er springt runter in seinen Tod. Wuhu! Ups. Dann war es das auf jeden Fall mit dieser Runde. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich die jetzt noch gewinnen würde. Okay. Recorded. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage tschüss. Bis dann. Und man sieht sich.